So Leute, willkommen zurück zu Demon Digital Card Battle. Ich muss hier kurz noch was umschieben, weil mein Aufnahmefenster ist mal wieder auf der falschen Bildschirm. So. Wir sind heute bei Lilimon, glaube ich. An sie kommen wir noch nicht ran, genau. Heute ist Lilimon. Wir reden erst mit dir. Hey Mimi, du musst mit mir spielen. Bitte, 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 bitte. Okay. Guck mir zu, Mimi. Ich werde für dich gewinnen. Das sehen wir doch erstmal. Wir benutzen unser Dark Empire und wir schauen mal. Ich hab vergessen, wie laut die Soundeffekte sind. Vergesse ich jede Woche. Das. Ja, okay. Jetzt sind wieder Polygonkämpfe dran. Da würde ich sagen, hauen wir gleich mit der Toy Flame drauf, also der Spielzeugflamme. Was macht das Vieh? Ja, es heilt die eigenen HP, aber das ist in Ordnung. Wäre zwar leichter, wenn wir es direkt mit einem Schlag hätten erledigen können, aber was soll's. Ich finde das so niedlich. Halt für uns jetzt auch gefährlich, aber es kann immerhin nicht digitieren. Das war jetzt meine größte Sorge, dass es digitiert und dann ist alles für die Katz, aber. Oh. Kann uns gar nichts. Okay, ersten Sieg haben wir. Finde ich schon mal gut. Weg mit dir. Das ist eigentlich auch ideal, weil mit 30 können wir zu beidem digitieren, können wir uns aussuchen. Na komm, dann machen wir es doch so. Weil das da boostet unsere Attack Power. Dementsprechend nehmen wir das hier. Ja, benutzen wir gleich den Dark Charm, würde ich sagen. Will ich uns um 300 Punkte boosten? Ich glaube nein. Hätte ich, wenn ich den Kreisangriff benutzt hätte, machen können. Wollte ich aber nicht. Ja, wir haben so gesehen eigentlich keinen Schaden. Also, ja, 40 Schaden genommen, aber 50, ne? 50 Schaden sogar. Oh. Ja, da müssen wir halt erstmal hinkommen, ne? Auf Ultra-Level. Ne, das da will ich auf keinen Fall. Was machst du? Attack Power um 200 boosten. Ne, dann nehme ich den Ghost Chomp. Stopp. Was machst du? Ah, der voidet unseren Support. Ich schmeiß es trotzdem rein, dann ist es weg. Außerdem, wenn es failt, dann kriegt er am Ende nicht den Angriff halbiert. Das wäre ja doof.
Wir wollen ja genau das. Wir wollen ja, dass sein Angriff nur die Hälfte ist. Das hat gesessen. Aber vielleicht ziehen wir ja die Instant-Digitation. Musst du jetzt digitieren, du Sack? Na, dann heilen wir uns besser. Denen sind jetzt egal, wie gesagt. Da will ich eher eine Instant-Digitation dann ziehen. Ah, da haben wir uns um 200 regeneriert. Um 200 erhöht. Dann hat er uns um 200 wieder gesenkt, also. Ja. Da hat er uns erwischt. Aber der Dark Charm erwischt zurück. Machen aber rapide Minus, das müssen wir ändern. Wir können jetzt unser beider Leben halbieren, aber das will ich nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es doch mache. Wartet mal, wenn wir uns halbieren, dann haben wir 270 und halbieren um. Also 275. Regenerieren aber um 170. Das bedeutet, es wäre kein One-Hit-KO. Das ist wichtig. So, nee, Moment. Ich habe jetzt falsch gedacht, es halbiert hier nicht unser Leben. Es verdoppelt ja seinen Angriff. War gerade beim falschen Digimon, dann ist eventuell doch ein kleines Problem. Ja, das ist ein Problem. Weil ich da gerade den Effekt falsch gedacht habe. Kacke. Ja, das war meine Dummheit. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich die Digitation. Naja, aber ich hab nur Morishelma mit den Digimon nicht klein. Okay, machen wir es so. Was macht das? Nichts. Okay, das wollte er bloß weg haben. Gut, Lilimon, dann auf die Schnauze. Sieg für uns. Aber der digitiert eh gleich wieder. Das ist das Problem. Ich nehme mal ganz stark an. Ja, jetzt kommt Togemon. Okay. Ja, hau ich gleich mit dem Kreisangriff. Was machst du? Das ist die beiden HP sind halbiert. Kann er supporten? Back ist doubled. Wer nicht? Okay, dann machen wir das. So, damit haben wir nämlich gewonnen. Ärgert mich ein bisschen, dass ich das mit Barkamon versiegt habe. Aber es ist, wie es ist. Mein Gott, gibt Schlimmeres.
Jetzt muss ich hier Lilly erstmal in den Hintern treten. Mimi, nicht Lilly. Das war ja Lilly. Lilimon. Oh nein, ich hab verloren. Das war dein Fehler, Mimi. Nur weil du nicht geguckt hast. Aber mach dir keine Sorgen um uns. Wir sind immer so. Ich hab unseren Kampf genossen. Bitte spiel auch mit Mimi. Mimi ist ein bisschen faul, aber sie ist echt stark. Wir sehen uns später. Du hast ein Is-Green Pack erhalten. Mit Angewomon immerhin und ja, Kuwagamon. Also. So. Dann ist jetzt Mimi dran. Ich bin Mimi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Wolf. Was machst du in einem Ort wie diesem? Naja, Kartenspielen natürlich. Kartenspielen? Ich mach das auch. Aber es ist so langweilig. Lilimon fragt mich immer, ob ich mit dir spielen will, aber ich möchte einfach heim. Lilimon hat mir von dir erzählt. Sie nervt mich damit, mit dir zu spielen. Ich hasse es zu fragen, aber würdest du mit mir spielen? Ja, natürlich würde ich. Es ist so nervig, aber spielst du mit mir? Ja. Okay, okay. Lass es uns machen. Ja, kein Problem. Mimi ist immer ein bisschen arg nervig, aber kriegen wir. Sollen jetzt insgesamt die Digi-Ritter hier einen nach dem anderen platt machen? Von daher passt uns das eigentlich ganz gut. Wird aus. Warum spielt sie das? Ach, die hat so eine Rainbow-Digitation wahrscheinlich drauf. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Ja, wir machen direkt Armor-Level. Oh. Ich bin eigentlich mit dem, was ich habe, sehr zufrieden. Nein, keine Supporter. Ah, Eat Up, aber dafür Angriffskraft halbiert. Das ist okay. Die kleine Regeneration gönne ich Mimi. Wenn dafür die Kraft, der Schaden, den wir nehmen, halbiert ist. Dann ist das voll okay. Sie hat ein Haus. Bloß kein Äffchen und kein Pferd. So, was kannst du? Wasser? Nein. Beide Angriffskräfte werden null. Kann ja nur Digimon-Supporter sowieso Gem, von daher ist mir das egal. Ich weiß es nicht. So, gut. Dann das hier gerade mal weg. Ja, ist unser Gegner nicht? Ja, war klar, dass Mimi jetzt aufs Eat-Up geht. Muss ja, weil alles andere macht für sie keinen Sinn. Wenn sie nicht Eat-Up macht, dann ist sie jetzt erledigt. Von daher. Macht sie schon richtig. So, was haben wir denn da? Ja, gut, dann das weg. Dann greife ich einfach mal mit Jamming an. Ne,
Da kommt auch nichts. Ist nichts zum Jammen, aber dann haben wir trotzdem gewonnen. Weggelasert. Na, du faule Mimi. Läuft schlecht für dich. Aber jetzt greifst du mich immerhin mal mit was Anständigem an. Geckomon. Was macht die Pfeife? Ah, ändert das eigene. Eigenen Typ. Aber dann ändern wir doch mal unseren Typ. So. Noisy Echo. Tja. Ist aber lustig, dass sie Geckomon im Team hat, weil das ist natürlich eine Anime-Referenz, weil sie ja im Schloss der Geckomon war und dort für ziemlich viel Chaos gesorgt hat. So, das mache ich weg, weil sonst sind es so viele. So, was ist das? Ah, dann darf sie als erstes angreifen, das ist okay. Dafür hau ich fester zu. Viel fester, weil ich habe Dreieck genommen. Genau aus dem Grund. Er kann das abnehmen? Und ich bin seit 20 Jahren Digimon-Fan. Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass Geckomon die Dinger abnehmen können. Ich dachte, die sind irgendwie festgewachsen. Ja, Jamming, würde ich sagen. Und dazu noch den Angriff des Gegners auf 0 reduzieren. So. Damit ist der Kampf vorbei. Hätte eh nur wieder den Froschsprung gemacht. Aha. Eek. Defense Disc ist okay. Nehme ich. Speichern. Ich habe verloren, das ist so uncool. Du musst mir eine neue Chance geben. Ich kann verlieren nicht ausstehen. Lilimon, wir müssen trainieren für den nächsten Kampf. Ich muss diesen... Ey, das ist nicht nett. Ich muss den Idioten besiegen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Dass YouTube sagt, boah, was sagt der denn in seinen Videos? So, dann ist jetzt aber Matt dran. Obwohl, wenn ich mir das so recht überlege, ist nicht jetzt Matt dran. Dann ist beim nächsten Mal Matt dran. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit Digimon Digital Card Battle. Bis dann, euer Wolf.